So, und da sind wir wieder zurück in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry 4. Ja, in der Folge gehen wir zu diesem geilen Turm. Und ich glaube aber nicht, wie der eine Typ sagte, dass da keine Sau sein wird. Weil er sagt, ja, oh, geht da hoch, muss nur auf den Turm gehen und geil, ne? Ja, ist ein bisschen gefährlich, aber passt schon, da wird aber auch, ansonsten ist aber keiner, angeblich. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Ich gehe mal dahin, aber ich glaube. Was? Alter. Okay. Ich jetzt. Ah, okay. Lol. Wie geht das denn? Aha. Warum? Oh, Alter, das ist ein bisschen steil, oder? Oh, schießen? Nee, kann man nicht. Okay. Oh, wie geil ist das denn? Ah, es ist aber eine Waffe dran, okay. Hi. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 nein! Oh Mann, ich wollte den Wagen haben, dumme Kuh. Hi. Bist du neu hier? Ja, was hast du dazu verkaufen? Ach so, einfach hier. Gletscher? Schwarze Blätter einfach mal verkaufen. Daraus kann man eventuell Pfeile machen, ich weiß es nicht. Oh, könnte ich mir vorstellen. Ein guter Kunde. Egal, er braucht. Was? Alter! Warte mal. Das holen wir runter. Das holen wir runter. Das geht ja gar nicht, ey. Der Kopf ist schwer. Oh, Scheiße, ey. Was? Ist behindert? Wo ist es hin? Vorne. Ich hol es runter, geht ja gar nicht, ey. Eww, Platsch. Voll scheiß Vieh, Alter. Oh, oh, die Skin her. Voll irgendwas passiert. Warte mal uns. Ist das jetzt denn? Stopp. Stopp. Danke. Ich kann was nachgucken. Ist das jetzt echt nur ein schwarzer Fehler gewesen? Ich behalte mal, vielleicht bringe ich doch was. Hi, ich würde gerne. Raus. Ja, nimm ihn, natürlich. Der Tank ist voll. Danke. Quatsch war auch geil, aber mit Auto sind wir bisher kaum gefahren. Nur einmal ganz kurz. So, warte kurz. Map, wo sind wir denn? Ich möchte gern dahin. Okay, ja, ist klar. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Wir müssen quasi genau in die andere Richtung. Okay. So, ich schläge mal gar nicht. Mach das mal automatisch. Wir fahren einfach mal normal dahin. Nein, Spaß, ich lecke natürlich selbst. So, los geht's. Oh, juhu! Voll gut! Oh, wie gespeichert, okay. Was ist das denn hier? Warte mal jetzt kurz. Sind wir schon da? Ich hoffe, das ist noch ganz weiter weg. Map? Lol. Das ist jetzt aber, okay. Wie kommen wir jetzt denn da hoch? Ah. Kurz mal nachladen. Wir haben ein bisschen Muni verballert und wir haben einiges dabei. Fertig nachladen. So, komm, mach hin. Wow, Alter, die hat Muni. Wir haben noch einiges. Wie kommen wir jetzt da hoch, verdammte Scheiße? Ich laufe jetzt einfach mal. Das ist nicht ganz so auffällig. Bäh. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach aufwärts ist. Stopp! Okay, weiterfahren. Ich habe immer Angst, dass wir noch böse sind, weißt du? Die wir wegkillen können. Oder die uns wegkillen. Ich weiß nicht, wo ich muss. Ich laufe mal direkt auf den Punkt zu. Das ist irgendwie unten. Kann man hier hochfahren? Mal gleich gucken. Ich laufe mal direkt auf den Punkt zu. Wo ist denn das? Okay, wir laufen mal direkt dahin. Ich glaube, es bringt am meisten, bevor jetzt irgendwie um den Berg drum herum eiern. Wir nehmen unser Auto, wenn es noch rumsteht. Ja, dann fahren wir dahin. Why? Ich könnte das auf den Berg drauf und da Bro, wie kommen wir da hin? Guck mal, hier ist ein Weg. Führt auf den Berg drauf. Ganz schwach zu erkennen. Wenn wir den Weg jetzt zurückfahren, das ist ein Abzweigung, das heißt rechts. Zweimal rechts fahren, dann sind wir da. Machen wir doch mal. Das wird doch mal geil. Das hat Stil. Jo, wir fahren jetzt dahin. Ich meine, wir haben ja schon ein Auto und dann machen wir das jetzt auch. Ich kann rückwärts runter. Stopp! Oh, Alter! Knapp oder so? Ich fahre mal rum. So. Was macht der da?
Ja, mir egal, wir fahren weiter. So, zwei rechts hatten wir gesagt, machen wir nochmal. Boah, Alter. Scheiße. Dann müssen wir. Hä? Aber wie sollen wir denn da hochkommen? Ansonsten wird alle behindert. Ach, Mann, ich werde so hochjumpen. Schon geklappt. Ah, mal einmal außen rum. Dann müssen wir auch wieder hochkommen, das ist doch unfair. Scheiße, jetzt irgendwie diese Mission nähern. Warte mal. Ganz kurz. Ich glaube, hier kommt man hoch. Komm, bitte, bitte, bitte. Enttäusch mich nicht. Back dich da hoch, mir ist halt egal. Los, 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 los. Nein, geht nicht. Ja, schade. Das sieht so aus, als ob man hier hochkommt. Das ist so wenig. Das ist echt wenig. Ja, komm. Ah, das war so dumm. Hier ist doch schon so eine Farm. Hier ist ein Weg. Warum? Alter, wie dumm ist man eigentlich? Das ist sogar eine Kreuzung mit Länge. Ah, sag nichts, Leute. Oh, was ist das denn hier? Mitnehmen. Ich hoffe mal, dass das nicht ins, hier. Oh, was ist das denn? Jetzt auf Crafting. Ja, okay. Ich hoffe, das geht nicht ins auf Inventar. Grappler. Oh, ja, so ein Ding meinte ich. Auch mal. Dass ich damit rumschieben kann. Naja. Etikett brauchen wir nicht. Geil. Sind dabei, Lisa? Ja, sehr nice. Ich glaube, hier sind welche. Oder? Hier ist relativ in der Nähe von unserem Lager, aber. Okay, hier geht es nicht weiter. Da oben geht es weiter. Ja. Und jump und go! Oh, Alter! Scheiße, haben wir endlich hier lang. Und jetzt? Ja, auch hier so, okay. Ah, geil. Perfekt, würde ich sagen. Das ist eine Magnum. Die brauchen wir nicht. Oder? Wer hat jetzt die Waffe weggetan? Unsere. Ne, hat er nicht. Geil, nur noch eine Magnum zusätzlich. Mal kurz nachladen, das Ding. Aber, ja gut, die halt behalten wir erstmal. Ein bisschen handsicher. Oh, Alter. Ach, da oben hin, okay. Oh, das wird lustig. Ja. Oh, Scheiße. Alter! Warte, runter. Bisschen schwingen. Dann machen wir. Okay, jetzt komm. Ups, falsche Richtung. Boah, das ist echt lustig hier. Da sind gar keine Leute, nein. Ich will die Waffe testen. Wir probieren erstmal ein Stealth, ansonsten machen wir gleich Kaboom. Ja, das ist ein normales Zeug hier, geil. Oh, einer am Eingang. Komm mal hierher, bitte. Yep. Komm zu mir. Na komm. Hoffentlich kommt jetzt nur einer. Jetzt wäre kommen wir mal ein Problem. Na komm. Bin schon schneller vielleicht. Mich umbringen. Da ist es wieder. Ja, da ist es wieder, korrekt. Schack, aus dem Busch heraus, ja. Ups, war ich das? Oh nein. Wo? Komm mit. Schnell weg mit dem. Nee, nee, nee. Oh, komm. Die Treffer. Ups, war ich das? Auf keinen Fall runterfallen, ey. Ich will nicht genau gleiche Probleme haben wie der. Oh, dann noch. Ah, okay. Da kann man sich auch später runterhandeln.
ein Problem hat. Die können wir relativ wegschießen. Und Leute, ich hab Bock auf Ballern, weil wir die neue Waffe haben. Deswegen gehe ich jetzt hier in Deckung hinter dem Ding und hoffe, dass wir es überleben werden. Ich glaube, kann man einen Kameramodus, damit ich die direkt markieren kann, falls hier welche rumlaufen. Müsste ja eigentlich. Oder waren das nur zwei? Ich meine, das ist der erste Turm. Ach, halt die. Ach so, wenn ich für den hier vorne gewesen. Da ist gerade keiner. Wie, der geht auf mich. Warte mal, kann ich die auch markieren? Alter. Eklige Scheiße, komm, geht weg. Das wäre geil. Ach, wäre geil gewesen, scheiße. Aber wusste ich nicht, Leute, tut mir leid. Wäre echt schon richtig geil geworden. Wir gehen jetzt mal da rein, wir landen noch einmal nach. Ich meine, jeder Schuss kann zählen, wenn wir richtig durchrennen. Obwohl, wir haben aber eigentlich genug Magazin, das sollte eigentlich kein Problem werden. Scheiß Plakat, weg damit. 150 Plakate, sind die noch ganz behämmert? Da ist irgendwer. Oh, es quietscht nur, einer von beiden. Ui, was ist das jetzt hier? Oh, soll den obersten Punkt erreichen. Oh, das Ding hacken, okay, das halt umprogrammiert wird. Okay, ist klar. Das tut den Nebel wegmachen. Oh, das ist geil, weil es war in Far Cry 3 auch schon so, aber dann sehen wir auch mal was. Schon gewundert. Ja, früher mit dem Urlaub kommen unsere erste Pistole. Die wir auch im Auto ganz am Anfang benutzt hatten. Was? Ich duck mich jetzt nicht mehr. Hallo? Ist da oben wer? Ja, ich mach das doch gleich. Jetzt wartet doch mal ganz kurz bitte. Ich will mir ein bisschen hier umschauen, ob hier irgendwie nichts ist. So, ein paar leere Kisten. Ich weiß nicht, ob das Ding so stabil ist. Die Fresse, ja, auf Mut die Scheiße zertreten, wa? Weiter geht's, hoch mit dir. Okay. Ich würde sagen, man muss hier irgendwie hoch. Aber wie? Ich glaube, ich würde sagen, hier hoch. Irgendwie. Oh, nicht runterfallen, ne? Man muss hier rüber, das ist gleich. Oder darf man nicht rüber? Oder darf man nicht rüber? Hä? Man muss einmal auf den Rumbaschalter laufen. Ah, hier, okay. Ah, so kleine Fritz vorne noch. Das ist geil. Das ist echt geil. Oder von Kyra, ach, halt die Fresse. Alter! Ich weiß, das Ding eingekracht. Alter, jetzt. Bam! Alle Bretter weg und weiter jetzt. Und hoch! Yeah, wir klimmen in den Turm. Da ist eine Kiste? Ja, sehe ich ja gar nicht an. Mehrere Kisten auf gerade Schuhe fällt auf. Ich glaube, wir haben uns übersehen. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, wir haben. Mal gucken. Auch mit dir. Gleich nicht wieder so ein Akro-Adler kommt. So, jetzt hier. Okay, auch gut. Wir werden hier voll viele Kisten übersehen, 100 Pro. Egal. Wir haben eh fast volles Inventar, also das ist auch scheiße. So eigene Sicherheit. Oh. Da schießt wer? Ist das da unten was? Ich meine, Leute. Okay. Schießen denn da? Oder ist das einfach nur das Geräusch mit dem hier? Von dem Gebäude, was rumknarrt. Kann natürlich auch sein. Echt jetzt? Hier ist bestimmt noch eine Kiste. Bestimmt noch da drin ist die Kiste, guckt. Da ist doch. Okay, nicht so vorne dann, ne? Jetzt gehe ich schon hier rein. Kann man das eigentlich zertreten? Okay, das nicht. Ja, ist okay. Ist doch kaputt. Hat nicht. Und gepärlich, Scheiße.
T. Oh Mann, oh. Sie hören eine Ankündigung. Na gut. Der war auch. Da, da, da. Oh, okay. Sind zu jeder Zeit willkommen, sofern sie den Richtlinien entsprechen, die Pagan persönlich aufgesetzt hat. Diese Richtlinien, die in ihrem eigenen Wohlbefinden und erwischen, sicheres und harmonisches Leben eben. Ja, naja, was ist denn hier dran? Verstöße gegen diese Richtlinien sind ja, guck, was haben wir denn für eine Schrotter... Fotoprobleme nicht. Alle Alter! Das ist ja eine richtig geile Aussicht. Also eine richtig, richtig geile. Okay. Hacken. Oh, war da hier E-Jack spielen? Ach, platt. Okay, gut. Ich wollte schon sagen, dass wir unsere Waffen müssen. So ein Minigame quasi. Wir haben umprogrammiert. Einfach zerstört. Genau. Alter. Boah, auf geht ab. Das hat hier mal. Das ist geil. Eine Farm. Okay. Was geht's? Weiter. Geile Kamera. Old ist scharf. Haus. Oh, die kämpfen gerade. Geil. Läuft bei denen. Kyras Refuge. Was heißt? Nicht so viel, aber okay. Oh, die sieht man. Oh, wie geil. Hier sieht man jetzt alles. Das läuft bei uns. Wir brauchen das hier dringend. Ich muss schon mal einen Wegpunkt hin. Ach, mit Wegpunkten jetzt richtig. Oh, geil, geil, geil. Da gehen wir halt auch demnächst hin. Das ist die Stadt, wo wir waren. Oh, wir sind hier unten jetzt. Okay, warum? Ich weiß, das ist hier böse. Kann ich über die Karte hier oben. Der böse ist hier oben, das weiß ich jetzt genau. Hier muss es sein. Also, wird geil. Den Rest von dem eingenommen, oder wie? Das ist ja richtig Arbeit, ey. Das heißt, noch richtig in Folgen. Mission completed. Nice. Allerdings lässt sich bei mir meine Waffe jetzt dieses rot-orange Ding da dran, dieses Holzding. Aber egal. Aber damit kommen wir auch jetzt hier runter. Oh ja. Hab ich Bock drauf. Haben wir das alles mitgenommen? Hm, alles mitgenommen. M-Skills. Oh, Skills, stimmt. Das sollten wir auch mal gucken. Na, vielleicht gerade noch am Ende der Folge. Gucken wir gerade mal. M-Skills. Skills. Ach du Scheiße. Jump of Fall. Hier unten ist gerade. Okay, das heißt, wir können jetzt geile Skills machen. Es geht nicht hier ab. So, okay, das ist jetzt. Dürfen wir noch nicht. Ein paar F below und. Auch mehrere gleichzeitig Platz machen. Kann SF drücken und uns machen, oder wie? Wir haben drei Punkte erst. Okay, müssen wir aufpassen, was wir machen. Takedowns von oben. Oh, das ist auch geil, ne? Ah, schwer, schwer, schwer. Die Gun wegnehmen ist auch geil. Ja, Arm auch geil. Das kostet 3. Oh, man kann so viel machen. Tiger und Elephant. Ach du Scheiße. Was gibt's denn hier alles? Da lesen wir uns mal alles kurz durch. Okay, Waffenwechsel ist und Aim ist schneller, ist ja klar. Dann, was gibt's denn hier noch? Also Hüfte schießen ist natürlich auch nice. Ah, dann kann ich auch platt machen. Okay, das ist geil. Okay, Heilung ist das jetzt hier wahrscheinlich alles. Das Kämpfen, das ist Heilen. Das ist geil. Ja. Das ist auch geil. Oh Mann, ey, ich kostet mal zu viel. Wir müssen eh jetzt die mittleren erst machen. Vielleicht da erstmal gucken. Ne? Okay, das Speed. Ich würde sagen, wir machen vom Chi, oder? Ja. Oh, warte mal. And then you. Du Enemies. Das ist natürlich übelst geil. Das machen wir auf jeden Fall, aber jetzt nicht. Wir haben noch keine Elefanten gefunden. Jetzt gucken wir. Das ist immer da. Das ist. Na gut, ist zwar ganz geil, von oben Takedowns zu machen. Okay. Mehrere hintereinander Platz zu machen. Okay. Automatic Loot an Enemies while performing an Takedown. Oh, das finde ich auch geil, Automatic Loot. Das ist schwer, das ist eh Ende der Folge, den machen wir einfach ein bisschen länger. Beim Sprinten Reload, das finde ich mal richtig geil. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall machen. Okay, das ist schwer, Wickels. Okay, das ist auch geil, ja. Ich würde sagen, wir machen das mit den Autos. Obwohl, ist auch geil hier. Auf der Seite, auf der Hüfte schießen ist natürlich auch geil, ja.
Das ist echt schwer. Ein Takedown war auch geil. Automatischer Loot ist. Na gut, kann man auch selbst machen. Das ist echt übelst geil. Macht den platt, macht den nächsten auch platt. So mit dem. Einfach klicken. Das machen wir, glaube ich. Ja. Ja, das ist geil. Das heißt, man tut einen Takedown machen mit F und drückt dann Linksklick, um direkt neben dran den Platz zu machen, quasi. Mit dem Takedown. Ein Doppel-Takedown quasi. Das ist geil. Das ist auch geil. Das würde ich gerne auch machen. Aber das ist. Das wollte ich eigentlich noch machen. Ich glaube, sparen wir lieber auf das hier. Das ist schneller, dass man irgendwie launen kann während dem Sprinten. Weil das braucht man nicht unbedingt. Ja, Heilung ist auch geil. Das ist halt immer so eine Frage, ne? Ich mache erstmal gerade nichts von dem Zeug. Gut, wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, wie wir dann nächste Folge eher so runtergehen. Und am besten nicht sterben. Ja, sehen wir dann in der nächsten Folge. Hey, Dankeschön fürs Zusehen. Gute Arbeit bei dem Turm, Bruder. Sie senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, Waffenhändler und Priester. Tickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Geil. Aber ich bin schon unten, ey. Okay, jetzt aber. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.